Der Gelbwertige ist der Barber. Ich hab getroffen! Er greift nie an, aber er macht die perfekten Ablenkungsmanöver, Mann. Ich kann nicht mehr! Gelbwertige, der Barber! Ja! Ja, Gelbwertige! Ich kann nicht einfach mehr. Der Barber. Und der Gelbwertige. Er hat nie geschlagen, er hat keinen gebaut. Yellow Beard Guy, I love you. Pass auf. Er wollte gar nicht. Hä? Der schreibt selbst. Ich liebe dich. Danke. Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games mit Let's Toddle. Hallo. Der ist da ganz hinten. Und er rastet aus. Ich raste aus, hey! In 7 Sekunden geht's los, Tuddle. Ja. Okay. Mach dich bereit. Wo gehen wir hin? In die Mitte und dann spontan da, wo wir gerade freie in Fläche haben, okay? In die Mitte, Alter. Guter Tipp. Oh, ich habe eine Eisenrüstung und 2 Sticks. Ich werde die ganze Zeit hin und her gebackt, ich kann nicht laufen. 3 Eisenbarren! Nein! Tuddle! Ja, ich kann nicht laufen. Ich hab ein Holzschwert. Ich kann nicht laufen, was muss ich machen? Ich hab ein Holzschwert. Der Typ will dich töten, aber das macht er nicht. Pass auf, ich hab direkt ein Eisenschwert, Tuddle. Du wolltest. Ja, der wollte Tuddle. Ich kann nicht laufen. Tuddle, pass auf, ich sag dir, wie du. Na, du lässt Tuddle in Ruhe. Nein, er wird mich töten, weil er hat eine Eisenrüstung. Nein, ich hab ihn getötet. Ich kann 2 Eisenschwerter machen. Beschütz mich. Kann jetzt laufen. Ja, ich kann jetzt komm in die Mitte, beschütz mich bitte. Ich musste einfach ein bisschen in Stealth gehen. Hier, stimmt. Nimm das hier. Ich kann einfach zwei. Nee, hast du einen Eisenbarren? Nee. Hä? Ich hab ein Eisenschwert. Wir müssen noch einen Eisenbarren haben. Der hat einen gedroppt. Warte mal kurz. Ohne Witz. Ich hab ein Eisenschwert. Schau mal hier. Oh. Was ist das für eine Runde, Alter? Mann, ich hätte am Anfang nicht buggen müssen. Dann ist egal. Ich hab dich gut support. Da steht noch einer am Spawn rum. Der ist AFK. Du wirst jetzt von mir gefistet, du Hundekind. Oh. Das hast du verdient. So. 17 Punkte. Vielen Dank. Da muss in der... Guck mal in alle Kisten rein, ob da noch irgendwo ein Eisenbarren drin ist. Ja, ich hab schon geguckt. Wie beim Adlerauge. Ja, dann müssen wir jetzt suchen. Du hast kein Eisen. Ich hab noch einen Eisenbarren. Egal, hier, hast du ein Holzschwert. Komm her. Wo bist du? In die Mitte. Ach, da hinten. Ui. Hab ich mich ja vertan. Oder irgendjemand hat den Eisenbarren geklaut. Egal. Direkt 3 Eisenbarren für den Start, das war nice. Boah, und dann kam da einer, der wollte ich knüppeln, ne? Ich hab dich beschützt, dann kam noch einer, wollte ich auch knüppeln, hab ich auch wieder beschützt. Ich hab einfach nichts gepeilt, ich kann nicht laufen. Du stehst dann da rum und ich töte um dich herum die Gegner. Geiler Start. So kann es weitergehen. Komm, hier müsst du immer auf sowas Wasser drüber gehen. Und dann rechts. Ups, jetzt bin ich runtergefallen. Hast du Schaden bekommen? Nee. Gut. Du musst immer über das Wasser. Ich hab eine Liane festgehalten, ich bin nämlich Tarzan. Du musst immer über das Wasser und dann rechts. Ich gehe immer anders, aber es geht auch. Du sollst aber nicht anders gehen. Erzähl mir nicht, was ich machen soll, ey. Du sollst das nicht tun. Oh, hier oben war jemand. Hm, das ist doof. Das ist sehr doof. War auch da drin? In der Höhle? Ja, der war auch auf jeden Fall in der Höhle. Brauchen wir gar nicht reinzugehen. Dann gehen wir jetzt hier lang. Ja, genau da in die Richtung. Komm, über die Bäume. Hula hula, ich bin Tarzan. Ich schwinge von Ast zu Ast, bis ein Ast ins Popoloch passt. Oh Junge. Hier war auch schon jemand. Kranker Scheiß. Wo gehen wir hin? Über die Bäume. Pass auf, dass du nicht runterfällst, okay? Ah, ich fall runter. Ich bin tot. Ernsthaft? Ja. Okay, kannst du als Geist über mir fliegen? Ich bin gegen eine Kokosnuss geflogen. Dann erzählst du jetzt lustige Geschichten. Deine Stimme hört man immer gerne. Oh Junge, was war das denn jetzt für eine Runde? Tut mir wirklich leid. Mann. Am Anfang, das war einfach... Ein super Start und ich habe auch noch so schön Essen dabei. Das war eigentlich... Ist das schön. Wir schwingen so wie Tarzan so durch die Bäume so zusammen, das Ungeheuer und der Wookie. Oh, alles schön und auf einmal hängt da so eine dicke Kokosnuss in meinem Gesicht. Ich prall dagegen, fall runter, bin tot. Junge, stell dir mal vor, Tarzan passiert das. Er schwingt so rum und dann ist er so eine Kokosnuss. Und er stirbt einfach und die ganze Serie ist zu Ende. Ende. Das wäre schön. Da hat jemand deine Sachen aufgesammelt. Aber das lasse ich nicht zu. Du Leichenschänder. Oh. So. Pass auf, Tuddle. Ich werde deinen Tod rächen. Die Kokosnuss wird
Symbol, also ja. Die Kokosnuss wird synonym für alle Spieler in diesem. Die Spieler werden als Symbol für Kokosnüsse sterben. Oh Mann, das war eigentlich the worst situation ever. Du hast am Anfang, am Spawn hast du gebuggt, konntest nichts machen, dann bist sind wir losgezogen und dann bist du einfach vom Baum gefallen. Das war nicht so cool, ne? Nee, das war super, war das. Das war super. Ohne Witz, ich fliege hier so durch den Dschungel und meine bösen Augen fallen immer wieder auf die Kokosnüsse. Ich glaube, ich vergieße gleich erstmal Tränen. Ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, wie Tadde jetzt als Geist hier durch die Gegend fliegt und diese Kokosnüsse so richtig böse anguckt. War die beste Runde deines Lebens, oder? Ohne Witz. Also, schade, dass ich die nicht aufgenommen habe. Hättest du die aufgenommen? Ich glaube, hättest dann 1 Million Likes für diese Runde bekommen. Ja. Und total viele Kommentare so, ja, ich kenne das Gefühl, ich hasse sie auch, die Kokosnüsse. Wir müssen jetzt so eine Bewegung starten, so eine Kokosnuss-Hassbewegung. Ja, aber es wäre irgendwie, warum nicht irgendwas Nettes? Hashtag Kokosnuss. Jule. Hashtag der mit der Kokosnuss hasselt. Unten im Berg ist, glaube ich, jemand. Na, was du glaubst. Ich will nicht ghosten. Nein, ich hab's aus deinen Augen gesehen. Fürs Glauben. Das Glauben. Ja. Ist nicht Wissen. Nein. Ich geh jetzt überall mal gucken. Ja, aber hättest du gedacht, dass man durch Kokosnüsse sterben kann? Das hätte ich nicht gedacht. Hättest du das gedacht? Siehst du. Hast du es erwartet? Nein, aber hättest du jetzt gedacht, dass jemand im Berg ist? Nein, aber da ist jemand. Stell dir einfach mal vor, du hättest diese Nacht geträumt, dass dich eine Kokosnuss tötet. Und jetzt. Warte mal, das wäre so creepy. Stell dir einfach mal vor. Oder stell dir vor, Minecraft ist unser Traum. Und du wirst in deinem echten Leben von einer Kokosnuss erschlagen irgendwann. Ich schwing so durch die Bäume und knall dann so dagegen. Genau wie es gerade passiert ist. Nein. Ohne Witz, das ist doch jetzt so eine. Das ist so ein bescheuerter Tod, Mann. Ja, aber auch so kann es nun mal zu Ende gehen. So sieht's aus, Tadde. Der Tod ist der, nicht schön. Der macht doch keinen Halt vor Kokosnüssen. Das haben wir heute gelernt. Geh da lang. Wo lang? Geh rechts lang. Hier? Na, hinter dir ist jemand. Hilfe! Hilfe! Der war vor mir. Der will Schläge. Oh, er rennt weg. Ja, im anderen Tunnel war gerade, glaube ich, auch jemand. Oh Gott, es sind überall. Da ist meine Lieblingsburg. Da wohne ich am liebsten. Ich will ja nicht ghosten, aber... Dann lass ruhig. Ja, aber wenn ich sehe, dass du stirbst, treibt es mir die Tränen in die Augen. Ich werde mir den Typen schnappen. Da 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 da. Team? Das ist nope. Zu dich. Ich mach kein Team. Mach Team mit dem Huhn. I team with this chicken. Look here. Warte. Zieh's ran mit der Angel. Ich zieh's dran. Er läuft einfach weg. Komm her, Chicken. Er geht, glaube ich, in dein Haus. In meine Burg? Ja. Nee, in meine Burg, wenn der da reingeht. Oh, dann brennt aber Spanien, sag ich dir. Er geht da doch nicht hin, er schwimmt einfach richtig weit weg und taucht. Er ist ein richtiger Perlentaucher, habe ich gehört. Ich gehe am liebsten immer in diese Burg. Ich möchte diese Burg taufen. Ja, ich glaube, der ertrinkt gleich. Ich sehe ihn da vorne, er wollte untertauchen, aber es ist ihm nicht gelungen. Untertauchen. Fight, okay, komm, kämpfen wir. Hä? Was willst du denn? Er sagt so, Fight, und dann hört in meinem Kopf, ertönt die Mortal Kombat Musik. Dum, 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 Fight! Mortal Kombat! Und dann ist er einfach so, der Kampf geht los. Ich gebe ihm so einen Box und dann liegt er da einfach. Habe ich gesehen. Ich flieg gerade richtig hoch und kann mit dem Optifine Zoom noch so ganz knapp die Männchen sehen. Und habe mir dann so gedacht,
okay, ich guck mal, wie der Kampf so abläuft. Und auf einmal klatscht der einfach nur so um. Ich gehe zu meinem Lieblingshäuschen. Okay? Okay. Und dann erzählen wir seine Geschichte, okay? Okay. Okay. Erzähl mir eine Geschichte. Was soll ich denn jetzt? Oh, ich wäre gerade auch fast gestorben, genau wie du. Umgespielt. Are you a wreck? Are you wreck? Was ist das? Are you wreck? Maybe? I don't know. Mortal Kombat. Okay. Oh, Final Deathmatch? What the fuck? Boom. Oh, ich dachte, ich soll eine Geschichte erzählen. Ja, dann erzähl sie schnell. Ich gehe in meinen Turm auf einmal rein. Soll ich die Geschichte des Strubbelpeters erzählen? In dieser Map möchte ich immer einmal in meinen Turm reingehen, weil mein Lieblingsturm, den muss ich bewohnen. Oh, ich habe noch 59 Sekunden, in meinen Lieblingsturm zu gehen. Und pass auf. Ja, erzähl. Sieh einmal, hier steht er. Pfui, der Strubbelpeter. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden. Seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, ruft da ein jeder. Garstger Strubbelpeter. Ja, ich habe das jetzt abgelesen, verstehe es eigentlich gar nicht. Scheiße. Hey, aber das ist ja nur... No, ich habe es nicht geschafft, in meinen Turm hochzukommen. No. Das ist nur so ein Catchphrase. Eigentlich ist der hier Strubbelpeter voll die gruselige Geschichte. Richtig traurig. Ja, der kriegt doch die Finger abgeschnitten und so. Ich bin nicht hochgekommen, egal. Egal. Ach. War der Kokosnuss im Weg? Oh, der hat auch ein Eisenschwert. Guck mal. Schreibt mal alle unter das Video Hashtag Kokosnuss, bitte. Oder irgendwas gegen Kokosnüsse. Beleidigt Kokosnüsse. Ich halte es nicht mehr aus. Ach, das ist ein Team? Oh nein, Simon. Oh, das war. Ui. Der Typ ist kein Team. Der Typ da hinten. Ich weiß, die beiden Typen sind meine Freunde. Der Typ chillt dann mit seinem gelben Bart. Oh, er hat mich nicht angegriffen mit dem gelben Bart. Und jetzt. Bam, bam. Ja, versucht wegzulaufen. Also, ich versuche die gegeneinander auszuspielen. Oh ja, oh ja. Oh, oh. Der eine ist fast tot. Ist da zum Rand. Achtung, ui. Ah, daneben. Ha. Der ist mit Chicken. Der hat aber Bogenskills, du. Ui. Okay, oh. Ich habe mein Chicken gegessen. Ich kann es wieder recken. Chicken hast du gegessen, ne? Ja, ich bin schwarz. Ho. Simon, ey. Das war gut. Achtung, Achtung. Der Gelbbartige. Gelbbartiger, komm, greif an. Jawohl, Gelbbartiger. Bam, bam, bam. Achtung, wo? Oh. Gelbbartiger, helf mir. Gelbbartiger. Oh, ist das... Guck mal, wie der Gelbbärtige... Gelbbartiger! Helf mir! Der Gelbbärtige ist der Barber. Ich hab getroffen! Er greift nie an, aber er macht die perfekten Ablenkungsmanöver, Mann. Ich kann nicht mehr. Gelbbärtige, der Barber. Ja! Ja, Gelbbärtige! Ich kann nicht einfach mehr. Der Barber. Und der Gelbbärtige. Er hat nie geschlagen, er hat keinen gebaut. Yellow Beard Guy, I love you. Pass auf. Er wollte gar nicht. Hä? Ja! Jawohl! Oh mein Gott, und da stirbt er! Ja, warte. No! I love you! I love you! Take the sword! Take all what I got! Mann, er sieht so unschuldig aus mit seinem Gesicht! Oh ja, ich hab einen Bart! Hui! You are great! These two guys was a team and we beat them! Okay, bitte, der braucht noch eine Rüstung. Hier und. Fair fight. Ohne Witz, ich will gar nicht gegen den gewinnen. Der muss gewinnen. Der junge Kerl.
Go. Boah, ich musste gerade so lachen. Okay, go, go, go. Okay, hat nicht so PvP-Skills. GG. I love you. I love you. Oh mein Gott, Junge. Was war das für eine Runde? Das war die Kokosnuss-gelbbärtige Todesrunde der Hölle, Alter. Oh mein Gott, das war... Mann. Oh mein Gott, Leute, was war das bitte für eine Runde? Am Ende musste ich einfach nur so lachen über diesen Typen. Und wie Tali das kommentiert hat. So, der Typ, der macht nichts, aber er hält sich die ganze Zeit im Schach. Und die beiden waren dann erstmal auf mich, dann auf ihn. Und dann haben wir dem Schläge gegeben und dann ihm. Dann esse ich einen Chicken und dann haben wir die doch gekillt. Dann gebe ich dem Gelben die Rüstung und ich denke so, jetzt gibt es einen epischen Endkampf. Und der macht so, nee. Er macht so. Beste Beschreibung. Und er macht so. Ja, ich tue jetzt so, als würde ich kämpfen. Und er hat mich kein einziges Mal geschlagen. Naja, okay. Okay, also, das war eine sehr, 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 sehr lustige und geile Runde. Die hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Obwohl ich nicht dabei war. Die hat mir, obwohl du heute mal nicht dabei warst, also du warst ja dabei, aber obwohl du nicht so richtig dabei warst, hat sie mir wirklich gut gefallen. Das gibt es eigentlich selten. Also, wenn sie euch auch gefallen hat, Leute, dann, ja. Dann schreibt doch in die Kommentare, ob sie euch gefallen hat. Tröstet bitte Tadel und schreibt was irgendwas gegen Kokosnüsse. Geht auf Tadels Kanal, der ist in der Videobeschreibung, und schreibt da, oh du armer Tadel, rache den Kokosnüssen oder irgendwie sowas. Schreibt in seiner Diskussion, schreibt in sein neues Video, einfach spammt mit Kokosnuss-Nachrichten zu. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich übelst freuen, wenn ihr das Video bewerten könntet. Das wäre richtig cool, weil das Video einfach, es war eine coole Runde. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt mit Tadel und mir, dann gibt's das dann auch. Okay, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Ciao.